Herzlich willkommen zurück bei Startblock 07 und von Stuttgart gehen wir jetzt rüber nach Ludwigsburg und schauen auf die MHP-Riesen. Ja, und bei denen gab es vor der Saison ja mal wieder einen personellen Umbruch. Viele neue Spieler mussten integriert werden, doch Trainer John Patrick scheint es einmal mehr geschafft zu haben, aus vielen Einzelspielern ein tolles Team zu formen. Eigentlich ist die Saison in der Basketball-Bundesliga noch ziemlich jung. Gerade einmal 7 von 34 Spielen wurden in der Liga absolviert. Trotzdem wurde bei den MHP-Riesen Ludwigsburg seit Ende September deutlich öfter gejubelt. Denn inklusive Champions League blickt das Team von John Patrick bereits auf sage und schreibe 18 Spiele zurück. Dabei gab es gerade mal 2 Niederlagen. Der harte Weg durch die Champions League-Qualifikation mit 6 Siegen in Folge scheint den Riesen nicht geschadet zu haben. Es war gut, dass wir also viele Trainingsspiele oder viele Praxis, Spielpraxis gehabt haben. Es war natürlich eine weitere Belastung. Wir haben 10 Vorbereitungsspiele, 6 Qualifikationsspiele und dann dieses Programm, was jede andere Mannschaft hat. Und deswegen haben wir mindestens 6, vielleicht 10 Spiele mehr als jede andere, die international spielen. Und Gott sei Dank haben wir dieses Fieberpause, dieses Fenster für 2 Wochen ohne Spiel, aber wir haben noch 3 wichtige Spiele zu spielen in den nächsten 10 Tagen. Einmal mehr gab es im Sommer einen großen Umbruch bei den Riesen. Ein Umbruch, der erfolgreich war. Fast in jedem Spiel sticht ein anderer Spieler als Topscorer heraus. Das macht uns sehr, sehr unberechenbar. Also der Gegner kann nicht sagen, okay, wir nehmen heute dem aus dem Spiel oder dem aus dem Spiel, sondern ja, bei uns weiß man es von Anfang an noch nicht und das macht uns sehr variabel in der Offensive. Small Forward Florian Koch, hier im Einsatz für die Aktion Mitmachen Ehrensache, die Riesen schon seit Jahren unterstützend begleiten, war zum Beispiel beim letzten Heimspiel gegen Gotha mit 22 Punkten, darunter 6 Dreiern bester Ludwigsburger. Der 25-Jährige hat sich in Ludwigsburg bestens eingelebt und möchte hier den nächsten Schritt auf der Karriereleiter gehen. Es ist natürlich ein anderes Spielkonzept, was es nicht so oft in der BBL gibt, aber es macht einen Riesenspaß. Und vor allem, wenn man merkt, wir haben noch einen Riesenerfolg damit, dann laufen alle Zahnräder zusammen. Und ja, wie gesagt, es macht einfach nur Spaß zu spielen dann. Es bringt Selbstvertrauen. Die spielen gut in Training manchmal, aber es ist schon wichtig, vor Zuschauer ein gutes Spiel zu haben und das wird uns helfen, wenn Florian so trifft und Niklas die wichtigen Minuten geben können. Jeder Spieler will spielen, darum geht's. Für mich steht er auf jeden Fall auch im Vordergrund, erfolgreichen Basketball zu spielen. Und das tun wir im Moment in Ludwigsburg und ich glaube, damit können wir im Moment sehr zufrieden sein. Der Blick auf die Bundesliga-Tabelle mit aktuell Platz 3 wirkt natürlich motivierend, ist aber doch nicht mehr als eine Momentaufnahme. Es ist noch früh in Saison, aber ich bin stolz, wie wir arbeiten. Die Ergebnisse wird kommen, habe ich gesagt. Und wir müssen auf dem Boden bleiben, weil wir haben nichts gegen sechste Top-8-Mannschaft in der Liga gespielt. Wir haben nicht gegen jede internationale Mannschaft gespielt. Aber ich bin stolz, wie die arbeiten. Für die Riesen geht es weiter Schlag auf Schlag. In der Champions League stehen bis Februar noch 9 Spiele an. In der Liga geht es Anfang Dezember unter anderem zum FC Bayern. Anfang Januar kommt Alba Berlin in die MHP-Arena. Spätestens dann wissen die Riesen, wohin die Reise in dieser Saison tatsächlich noch gehen kann.